Hi Leute und willkommen zurück zu The Callisto Protocol. Wir sind hier im Labor von Dr. Mahler. Haben Sie hier getroffen? Und wie man sieht, hängt hier, glaube ich, der ausgeweidete Patient Null rum, den der Warden halt versucht hat, hier im Black Iron Prison wieder zu replizieren, indem er das Virus einfach auf alle Gefangenen losgelassen hat und, glaube ich, gehofft hat, dass da nochmal so ein Patient Null oder Alpha dann bei rauskommt, den er dann replizieren kann. Ist bis jetzt anscheinend noch nicht geglückt. Und ja, wir sollen für Danny ein Lebensmittel, sage ich schon, ein Gegenmittel herstellen. Mit einer blauen Spritzpistole, die wir gerade bekommen haben von Dr. Mahler. Wo mir noch nicht so ganz klar ist, wie das so richtig funktionieren soll. Aber das wird sich wahrscheinlich irgendwann ergeben. Und ich frage mich, was hier dieses klickende Geräusch die ganze Zeit macht. Ah, derjenige da hinten. Hatte nicht unser Beifahrer auch so ein Feuerzeug in der Hand? Ganz am Anfang des Spiels, als wir eigentlich noch Logistiker waren, Transporteur waren. Also doch unser Co-Pilot auch so ein Feuerzeug in der Hand, mit dem er die ganze Zeit rumgeklickt hat. Ja. Hast du das gesehen? Nichts. Wir sollten weitergehen. Das ist eigentlich die Art Psychospielchen, die ich in Horrorspielen dann ganz geil finde, ne? Und wie gesagt, ich finde auch atmosphärisch und so ist es schon gut und geil umgesetzt, ne? Aber es hat halt Schwächen in anderen Sie Bereichen. ist dort. Wir müssen uns zum Turm hochbringen. Okay, hier sind wir im Aufzug. Dann würde ich sagen, drücken wir mal die Taste nach oben. Achso, und wenn wir das Gegenmittel hergestellt haben, wird der Warden auch wie verrückt dahinterher sein, weil es auch der Schlüssel zu seiner Replizierung ist. Was ist vorhin eigentlich passiert? Ich erinnere mich nur noch daran, wie die Roboter uns angriffen. Mahler hilft uns, dir ein Heilmittel zu beschaffen. Und was vertraust ihr? Hab keine andere Wahl. Ja. Ich glaube, du auch nicht. Geht mir ähnlich. Ja. Kommen wir jetzt hier in das Büro des Wardens. Das sieht auf jeden Fall ganz ordentlich und ganz dekadent hier aus. Von daher würde ich sagen, ja. Was soll das sein? Definitiv nicht die UJC. Wer ist es dann? Ja, so ein bisschen haben auch die Blumen hier, glaube ich, angefangen, sich ihr Territorium zurückzuerobern, oder? Coles Triumph, Duncan Cole. Okay, die Freisetzung des Virus und ja, das Finden von Patient 0 oder Alpha auf die harte Tour. Das ist also das Callisto-Protokoll. I see, I see. Ja. Ach so, das ist ein Wachmann, der hier rumliegt und sein Blut verloren hat. Wir haben übrigens auch die Erinnerungen hier noch von Danny eingepflanzt bekommen. Ich bin mal gespannt, ob wir die auch noch mal irgendwann vollständig zu Gesicht bekommen, was auf Europa wirklich passiert ist. Ach so. Danny, wo bist du? Datentransfer beendet, zwischen Danny und mir. Jetzt sind wir erstmal in ihrer Erinnerung. Okay. Aber hier ist ja auch schon alles tot. Siehst die Wahrheit über Europa. Ein geschwächtes Testsubjekt.
freigelassen von einem unserer Labore. Eine Tragödie. Der Grund für alles, was Cole hier im Black Iron macht. Ein Testobjekt freigelassen. Europa ist übrigens auch irgendein Jupitermond und nicht das Europa auf der Erde. Habe ich nachträglich irgendwann festgestellt, nachdem wir das Intro gesehen haben. Da habe ich es, glaube ich, noch irgendwie für die Erde gehalten oder so. Ah ja, es ist auch genau die Straßenecke, wo wir hier Danny gesehen haben. Sind auf jeden Fall alle tot hier. Und da liegt auch wieder dieser Würfel rum, ne? Ja. Lass mich los! Wie bist du? Siehst du das? Was hast du da? Was wir hier haben, geht uns nichts an. Komm jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Das war unsere Schuld. Erstmal die Maske weggerissen, warum auch immer, ohne Grund. Ja, okay, wir haben anscheinend... Ach so, wir haben mit unserem ersten Transport das Virus quasi hier hingebracht wahrscheinlich, ne? Oh nein, ich wollte dich beschützen. Das hast du nicht verdient. Das Kind. Europa war kein Terroranschlag. Das Bildmaterial manipuliert, um zu verschleiern, was sie im Black Iron testen wollten. Und unsere Fracht spielte bei beidem eine Rolle. Ja. Ich hätte es stoppen können. Du hast einen Fehler gemacht. Wie bügelst du das jetzt wieder aus? Ganz ehrlich, wir wussten von nix. Wir haben irgendwas transportiert, was wir immer transportiert haben, ja. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass wir da den Fehler gemacht hätten. Was ist los mit dir? Hey, komm schon. Nicht. Doch, kannst du. Ist fast geschafft. Nein, ich kann es fühlen. Hören. Kopf. Die sieht nicht mehr so gut aus. Ich komme mit dem Heilmittel zurück. Ich komme selbst zurecht. Hoffentlich wird das noch rechtzeitig, Jacob. Achso, das war Richtung Cole. Also auf. Es war zwar zu uns gesagt, aber Richtung Cole gewann quasi. Er soll für seine Taten büßen, ja. Er hat auf jeden Fall sich schick eingerichtet hier oben, ja. Das kann man nicht anders sagen für so eine Raumstation. So, hier dürfen wir nochmal aufrüsten. Wow, hier ist anscheinend auch irgendwas ordentlich abgegangen. Ja, wir dürfen natürlich... Es wird natürlich gespeichert, bevor wir diese Station hier bedienen. Wenn hier jetzt ein Endfight kommt oder so, dass wir das auch jedes Mal wieder machen dürfen. So, 1800 haben wir nochmal. Sturmgewehr. 4500 kostet dieses Upgrade. What the fuck? Rekonfiguriert Druck durch die Ergänzung eines vorderen Handgriffs, um Rückstoß zu verhindern. 4500 kosten beide Upgrades hier nochmal. WTF. Dann würde ich fast sagen, gönnen wir uns einfach nochmal ein bisschen Muni. Wie viel haben wir denn hier? Dreimal Revolver, 20-mal Sturmgewehr. Wie teuer war das? 140 geht ja noch. Frage ist nur, wie viel ist das? Wahrscheinlich ein Magazin jeweils, ne? Abgeschlossen.
So, haben wir ein bisschen was für die Pistole, ein bisschen was für die Shotgun. Es ist immer noch nicht super viel, aber ich weiß halt auch nicht, was hier jetzt noch kommt, ne? Wie viel wir wirklich brauchen. Aber belassen wir es erstmal dabei. Kann ich ein paar Credits mit ins New Game Plus nehmen, wenn es irgendwann kommt und ich das Spiel nochmal spielen sollte. Weil ich es für gar nichts für so wahrscheinlich halte, dass ich es unbedingt nochmal spielen werde. Aber trotzdem, wir haben jetzt, glaube ich, 8-mal Muni da rausgeholt, ne? Für 280. Oder haben wir jetzt nochmal 8 Schuss, die wir nachladen könnten? Wir sollten auf jeden Fall mal alle Waffen nachladen, die wir so haben. Und noch ein bisschen Aufstandsflintenmunition. Ja, die würde ich auch erstmal ausrüsten, die Waffe. Ein bisschen Heilung. Es wäre cool, wenn er jetzt irgendwann nochmal speichern würde. Ich habe das Gefühl, dass hier jetzt gleich der dicke Fight losgeht und wir das dann immer wieder einsammeln können hier. Das würde mich zumindest nicht wundern. Mal ja auch überall so Explosionsdinger nochmal am Rand stehen. Ist da hinten geflogen, die Kiste? Ich muss mir echt mal abgewöhnen, sie so schnell loszulassen, sondern lieber mal zu warten, bis sie fest vor mir schwebt. Hallo? So, Muni haben wir jetzt echt einiges bekommen. Und auch nochmal einiges hergestellt. Hier ist auch nochmal was. So, ist zumindest alles vollgeladen. Da stehen nochmal 3 Kisten rum. Ja, Leute, hier kommt jetzt auf jeden Fall ein dicker Fight. Wenn es nicht sogar schon der letzte ist. Können wir diese Kiste mal fassen? Oder wir machen sie einfach so kaputt. Boah, ich hoffe, das Spiel speichert echt nochmal, wenn wir hier alles eingesammelt haben. Wo würde es denn weitergehen? Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Finde den Warden. Voll Leben. Das Gefühl, der Warden wird uns jetzt gleich hier irgendwo anspringen. Warum ist hier so hell? Hat das irgendeine Bedeutung? Und das war auf dem Hinweg nicht so dunkel hier, oder? Sie haben drin bedacht. War das Ding auf dem Hinweg auch schon hier? Es wäre gehörter, nicht zu handeln. Besonders da die Gemeinsamkeit endlich in greifbarer Nähe ist. Mit wem redet er denn da? Mit dem alten Warden? Wie gerufen. Da ist er ja. Der Überlebende. Der Überlebende. Wir Solitarius. Wir Solitarius. Wo ist der Alpha? Geben Sie mir das verdammte Gegengift. Ich lasse Sie nicht sterben. Ihre Freundin? Ich habe sie beobachtet. Habe ihre Akte studiert. Sie sind nicht so unschuldig, wie sie tun. Sie haben gezeigt, dass sie zu allem bereit sind, um ihr Überleben zu sichern. Und was ist mit ihnen, hä? Sichern sterbende Leuten aufzugeilen, ist das ihr Protokoll? Nein, sie irren sich, Mr. Lee. Das Protokoll strebt nicht nach Tod, sondern nach Leben. Die Zukunft liegt im All. Unser Schicksal. Doch für das All sind wir nicht geschaffen. Diese schwache Hülle hält uns zurück. Wir müssen uns weiterentwickeln, um zu überleben. Und nun sehen wir den Grund, der meine Methoden bestätigt. Mein letzter Test. Wer ist der wahre Überlebende?
der Mensch? Hello, my friend. Sieh einer an. 5-2-1. Der gute alte Ferris. Doch nun weiß ich. Es ist ein Geschenk. Oder ist er das gar nicht? Der Warden hat mir die Augen geöffnet. Mir meine Bestimmung gezeigt. Und nun zeig ich sie dir. Ist doch geil, wie laut die Dialoge teilweise sind und wie leise sie teilweise sind. Auch das, ne, ist seltsam abgemischt. Ja. Okay, er ist schnell. Okay, ich verliere nicht so viel Leben irgendwie. Okay, aber ich glaube prinzipiell... Ja, danke. Prinzipiell läuft das, glaube ich, ähnlich wie gegen die Doppelköpfigen. Ich muss erstmal ausweichen, dann kann ich... Habe ich ein kurzes Fenster, wo ich, glaube ich, zum Konternahkampfangriff ausholen kann und auch nochmal draufballern kann. Aber immerhin wurde hier auch ein Checkpoint gesetzt. Ja. Ungefähr so scheint es mir dann doch zu laufen, ne? Okay, warum wir auch mal bei diesem Konter von ihm nicht so viel Leben verlieren. Oh Gott, ich habe glaube ich keine... Niemand wird dich retten! Keine Tricks mehr! Du entkommst mir nicht! Warum er jetzt auch schon wieder so laut ist. Ich schlage alle! Ich, der Alpha! Der überall... Was passiert mit mir? Ja, würde ich auch gerne wissen. Oh mein Gott. Er mutiert. Oh fuck. Oha. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Was ist ein fetter Koloss geworden? Alles hat seinen Preis. Und jetzt? Müssen wir das Viech auch bekämpfen? Auf die gleiche Art und Weise? Mal gucken, ob wir uns noch ein bisschen was Leben gönnen können. Ich weiß auch nicht, ob uns das hier noch irgendeinen Vorteil verschafft. Okay, hätten wir dem irgendwie ausweichen können. Wir gönnen uns noch mal eine kleine Heilung. Okay, es wurde uns nicht gegönnt, das zu Ende zu heilen. Da kommen auch noch irgendwelche kleinen Krabbelfiecher. Ach so, das sind solche. Wo ist er? Da. Naja, nicht getroffen. Macht nichts. Kriegen wir uns jetzt mal ein bisschen geheilt hier nochmal? Nein, er kommt angerannt und moscht uns um. BTF, Leute. Okay, mit dem Heilfenster, das kann man ziemlich vergessen, ne?
So, wo startet der Fight jetzt wieder? Ja, wenigstens hier. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie ich dem so recht ausweichen soll, ja? Ja, eigentlich kann ich dem so gar nicht ausweichen, ne? Oh no! Na gut, von dem haben wir auch noch nie eine Todesanimation gesehen. Ich frage mich echt, was hier die bessere Waffe ist. Ich würde mal gerne auf die Shotgun wechseln und ihm dann immer so eine Dreifachkugel letztendlich reinjagen, ja? Es geht doch mit Sicherheit auch ganz hervorragend. Und ich würde mich auch mal gerne nicht so in die Ecke drängen lassen. Heil dich mal ein bisschen schneller, Junge, danke. Ja. Ich glaube, ich muss versuchen, ein Heilfenster zu nutzen, wenn er auch irgendwie komisch da rumzuckt oder sowas, ne? Aber so scheint es mir gerade nicht so gut zu gehen. Wie, haben wir schon keine Muni mehr? Ja, so eine Situation meine ich. Mal gucken, ob das Fenster jetzt groß genug ist. Ja, jetzt stand er auch ganz gut, ne? Ja, und wieder kriegen wir irgendeinen Säureschwung hier in die Fresse. Nein! Es sind doch hinter mir jetzt diese Explosionsviecher, oder? Ja. Ja, ey. Weißt du, vor mir ist der Dicke, hinter mir höre ich diese Viecher, aber ich kann halt nichts Gescheites draus machen, ne? Entweder drehe ich mich den kleinen Viechern zu, dann packt mich der Dicke von hinten, oder ich behalte den Dicken im Auge. Und dann kommen halt die Kleinen von hinten. Ja. Oh, ich habe hier immer noch die andere Waffe, glaube ich, ausgerüstet. Ja, genau. Mach du das mal. Hab ich ein bisschen Zeit hier, mich zu heilen. Ja, ich höre auch schon wieder die anderen Viecher kommen, ja? Was willst du machen? Du hörst sie von allen Seiten kommen. Ja, gut, man kann sie natürlich nutzen, ne? Das sehe ich auch. So, das ist auf jeden Fall eine gute Stelle, um sich zu heilen. Es ist nur die Frage, wo sind sie dann, ne?
Ja, da ist schon wieder so ein Explosionsviech. Es ist nicht die Waffe, die ich dachte, die ich hier in der Hand habe. Und ich habe sie schon wieder nicht gewechselt, weil die Animation einfach zu lange dauert. Okay, ich war zu langsam, denke ich. Okay, diese beiden Phasen, das macht er zweimal, ne? Wenn er anfängt, diese Kleinen zu rufen, die muss ich irgendwie besser in den Griff kriegen, ne? Dass ich die Kleinen im Blick habe, ihn im Blick habe. Und dann wird es irgendwie laufen. Und weil ich muss es auch immer rechtzeitig bemerken, ne? Und es auch schaffen, mich in der Zeit noch zu heilen. Genau, jetzt zum Beispiel. So, das lief eigentlich ganz hervorragend. Nein, da war noch einer. Habe ich nicht schon drei geworfen? Der Kampf ist... Es ist immerhin mal ein Bossfight, ne? Keine Frage. Das will ich jetzt gar nicht großartig kleinreden. Aber das mit den kleinen Viechern ist irgendwie maximal kacke gemacht mal wieder. Oh, und weil ich die Taste nicht gedrückt gehalten habe, ist es jetzt zu langsam gegangen. Abgebrochen, danke. Fällt mir nichts mehr zu ein zu diesen Bossfights. Weißt du, du kannst auch keine gescheite Taktik oder so anwenden. Es ist irgendwie nur chaotisch und so ein bisschen lucky, dass man gut zu diesen kleinen Viechern positioniert ist. Mehr ist es gefühlt irgendwie nicht. So, damit hätten wir die Waffe leer. Wo sind die Viecher? Da kommt das erste. Da kommt noch eins. Da ist auch noch eins. Aus Versehen nach unten statt zur Seite gedrückt. Super. Echt, ich wiederhole mich. Super Bossfight. Oh no! Auch das, man weiß nie so genau, wann diese Phase kommt. Wenn man einfach nur durchballert, ist man zu spät dran. Oh no, falscher Knopf. Oh Gott, ey.
Nein, nicht. Schon wieder einen falschen Knopf gedrückt. Heilung dauert zu lange, ne? Er ist wieder da, die Kleinen kommen an. Es ist genau das, was ich sage. Kümmerst du dich um die Kleinen, kommt der Große von hinten. Es ist irgendwie alles für den Arsch. Ja, jetzt kommen die Kleinen von beiden Seiten. Vielleicht muss ich sie doch einfach nur mal irgendwann wegknallen oder so. Ich weiß es nicht. Als wenn ich nicht ausgewichen wäre. Thank you.
Haben wir's? Boah, war das beschissen. Vor allen Dingen, dass ich auch mit ungefähr 0,0 Life in diese Cup-Phase reinstarte. Es war einer der beschissenst designtesten Bossfights ever. Sie nutzen auch genau das, was im ganzen Spiel besonders scheiße ist, ne? Gegen einen großen und mehrere kleinere Gegner zu kämpfen. Beziehungsweise generell gegen mehrere Gegner. Sie können uns besiegen. Ferris war schwach. Keine gute Hülle. Die Probe ist der Schlüssel zu einem uralten Traum. Das nennt man nicht verlieren, Mr. Lee, sondern Fortschritt. Und sie gehört mir. Nein, nein, das glaube ich nicht. Bitte, jetzt ist nicht die Zeit, den Helden zu spielen. Lassen Sie die Probe hier und gehen Sie. Eine Rettungskapsel wartet oben auf Sie. Um Sie zu dem Leben zurückzubringen, das Sie einmal hatten. Sie und ich, wir können beide haben, was wir wollen. Also, Mr. Lee, was wollen Sie? Ich sage Ihnen, was ich will. Ich will meine Schwester, Arschloch! Ein tapferer Versuch, aber Sie wissen doch mittlerweile sicher, ich verliere nie. Doch, diesmal schon. Ich hoffe, das war jetzt wirklich ein Gegenmittel, was wir aus... Ferris da rausgezapft haben. Alles nur für ein Leben. Glauben Sie nicht, dass Sie uns aufhalten. Die gesammelten Daten werden die nächste Phase des Protokolls einleiten. Und was Sie angeht... Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Auf Nimmerwiedersehen, Miss Nakam und Mr. Lee. Hoffentlich hat es Ihnen in Black Iron gefallen. Reaktorkern. Komm, komm schon! Die Kapseln sind hier lang! Na gut, dann müssen wir jetzt nochmal schauen, dass wir von dieser Station hier runterkommen anscheinend. Ich hoffe mal, hier kommen uns keine Mutanten mehr entgegen. Was? Für eine dramatische Flucht hier nochmal. Eine. Scheiße. Genau. Nein! Du weißt nicht, was du tust! Ja, früher nicht. Jetzt schon! Was willst du damit sagen? Es tut mir leid. Alles. Ich gehöre hierher. Was für eine Stimmabmischung. Jacob! Tu das nicht! Vielleicht können wir uns ja gegen diese Zombies noch zur Wehr setzen. Datentransfer beendet. Der Transfer verlief in beide Richtungen. Er lernte mehr über mich und ich über ihn. Im Eifer des Gefechts bemerkte ich nicht, dass er mir auch die Beweise beschaffte, die ich die ganze Zeit gesucht hatte. Er gab sein Leben, damit ich die Wahrheit ans Licht bringen konnte. Wollte er das wieder gut machen, was er getan hat? Oder suchte er eine Art Erlösung? In jedem Fall hoffe ich, dass er etwas Frieden fand. Ich sag doch, wir metzeln uns hier noch durch. Jacob, vielleicht können wir doch entkommen. Aber ich werde deine Hilfe brauchen. Okay, er war nochmal nicht schlecht zum Schluss.
Okay, es ist zu Ende. Aber ein bisschen schwermütig das Ende mit unserer eigenen Aufopferung. Ja, was soll ich zum Spiel noch großartig sagen, Leute? Ich gehöre hierher. Es war okay, aber mehr auch nicht, ne? Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil die Erwartungshaltung doch sehr, sehr hoch lag aufgrund des indirekten Vorgängers Dead Space, der wirklich grandios war. Fangen wir erstmal mit den positiven Sachen an, ne? Die Atmosphäre war super, der Sound war super. Es gab wirklich einige gekonnte Szenen, wo ich mich gut erschreckt habe. Es hat die ganze Zeit gematscht und gesaftet. Das wäre eben ganz gut gewesen. Das ganze Setting war ganz cool gewesen. Auch die Level-Designs, obwohl es ja alles nur auf einer Raumstation oder auf einem Planeten quasi gespielt habe, war eigentlich bis zum Schluss abwechslungsreich. Da kann ich gar nichts gegen sagen, gegen die ganze Umgebung und wie sie gemacht wurde, ne? Rein vom Horror-Aspekt hat es auch einigermaßen funktioniert, aber man muss es wirklich mehr als Metzel-Horror betrachten und weniger als Spannungshorror oder Psycho-Horror, ne? Es gab ja nicht eine Phase im Spiel, wo mal über längere Zeit irgendwie Ruhe war und Spannung und Unbehagen aufgebaut wurde, um es dann irgendwann explodieren zu lassen, wie man es dann doch von neueren Horrorspielen mittlerweile kennt, ne? Und ja, was soll ich sagen? Auf der PS5 war es spielbar gewesen, ne? Im Gegensatz zu dem, was ich, also von Day One an, im Gegensatz zu dem, was ich über die PC-Version so gesehen habe. Klar, es gab viele kleine Bugs, ob es fliegende Arme waren, Level-of-Detail-Geschichten, die vor allem aufploppten, englische Dialoge zwischendurch, schlecht abgemischte Dialoge. Was hatten wir noch an Mini-Bugs? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall reichlich dieser Mini-Bugs. Alles nicht schlimm, reißt einen aber immer so ein bisschen aus dem Spiel raus. Ne? Was war jetzt nichts Grain-Breaking-mäßiges dabei? Nichtsdestotrotz die schiere Menge auch an kleinen Bugs auf der PS5 war schon krass gewesen. Habe ich schon lange nicht mehr so erlebt. Aber man konnte es trotzdem ganz gut durchspielen. Und ja, das Schlimmste an dem Spiel ist, finde ich, das eigentliche Gameplay an sich, ne? Wobei das Gameplay an sich nicht schlimm ist, ja. Ich finde, das Kampfsystem ist eigentlich gar nicht so schlecht in seinem Kern. Es funktioniert soweit im One-on-One ganz gut. Es macht Spaß, sich die ganze Zeit da irgendwie rumzuprügeln, zwischendurch immer wieder ein paar Schüsse draufzusetzen, gucken, dass die Viecher nicht mutieren, ne? Aber das war's dann auch schon, ne? Das Kampfsystem ist dankbar schlecht geeignet, muss man mit mehreren Gegnern zumindest einigermaßen aufzunehmen. Ich erwarte jetzt nicht, dass ich Horden wegmetzeln kann, ja. Aber es mal mit gegebenenfalls zwei Gegnern ein bisschen besser aufnehmen zu können, drei vielleicht noch nicht mal mehr, das wäre schon irgendwie cool gewesen, ne. Und das haben sie halt auch für den ein einziger Bossfight in einem storygetriebenen Spiel, für den einzigen Bossfight haben sie das auch maximal beschissen eingebaut, ne. Dass da halt, dass man im fetten Bossfight ist, um mehrere Gegner spawnen, gegen die man nicht so richtig was machen kann. Wenn man dann noch einen Speicherpunkt mit null Life hat mitten im Kampf, ist halt auch nochmal doppelt beschissen, ne? Aber auch das Kampfsystem ist halt von Anfang an bis hinten raus das gleiche. Klar, man kriegt ein paar Waffen dazu, aber es kämpft sich im Prinzip die ganze Zeit gleich. Und das ist halt das, was aufs ganze Spiel zutrifft, ne? Es ist einfach von vorne bis hinten das gleiche und verdammt eintönig. Man geht den linearen Schlauch entlang, metzelt, lootet, wird zwischendurch erschreckt und das war's. Es gibt keine großartigen Erkundungsmöglichkeiten. Klar, den ein oder anderen optionalen Gang gab es mal, aber nichts in irgendeiner Art und Weise Offeneres oder irgendwas, wo es sich mal lohnen würde, zurückzugehen und es nochmal zu erforschen, mal abgesehen davon, dass man gar nicht zurückgehen kann. Ne? Keine Erkundungsanreize, keine Rätseleinlagen, gar nichts. Von vorne bis hinten, es geht von Sekunde 0 an quasi mit der Action-Metzelei los, zieht es das Game bis zum Ende durch. Das finde ich sehr eintönig. Und wie gesagt, ein Bossfight dabei, relativ schwach. Und den Bossfight fand ich auch noch relativ kacke, gerade für so einen Endfight. Ja, deswegen alles in allem, muss ich sagen, ist okay. Man kann es spielen, aber es hat jetzt zumindest im Laufe der Spielzeit dann keine Begeisterungsstürme mehr hervorgerufen bei mir. Ne? Muss ich ganz ehrlich so sagen. Da ist man doch auch von anderen Horror-Games mittlerweile deutlich mehr gewohnt. Ja, und wie gesagt, die Erwartungshaltung war auch hoch. Auch da muss man fair sein, ne? Wenn die Erwartungshaltung hoch ist,
kann sie in der Regel fast nur enttäuscht werden, aber das geht über die normale zu hohe Erwartungshaltung gehabt, Enttäuschung hier voraus hinaus, ne? Mit dem Vorgänger und mit den Kritikpunkten, die ich gerade gesagt habe. Nichtsdestotrotz, Story war okay gewesen, ne? Weil es so eine typische B-Movie-Horror-Story ist, auch nichts Bemerkenswertes, aber auch alles okay, ne? Alles okay. Das Spiel ist einfach okay. Ich glaube, auf Metacritic irgendwie hat es 7 von 10 Punkten oder 70 von 100 irgendwie so um den Dreh, ne? Und das finde ich auch gerechtfertigt. Man kann spielen, man muss es aber auch nicht spielen, ja. Deswegen, ich bin umso mehr gespannt aufs Dead Space Remake, wenn es dann nächstes Jahr, ich glaube Ende Januar oder so kommt, werde ich auf jeden Fall auch hier auf dem Kanal zocken. Wenn ihr Bock habt, schaut auch nochmal rein. Oder auch in eins meiner anderen laufenden Projekte, auch wenn es nicht unbedingt nur Horror-Games sind. Vielleicht gefällt euch ja noch das eine oder andere Ding auf meinem Kanal. Also Leute, an der Stelle bleibt mir erstmal nichts weiteres zu sagen, als wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Bis dahin.
Thank you.